So, hallo, gleich vorweg. Dieser Beitrag ist für Ronit Wulf produziert. Ich kenne Ronit nur aus dem Internet. Sie leitet das Münchner Science Fiction Festival Art and Science e.V. In der Zukunft, im Jahre 2021, möchte ich gerne das Festival besuchen und mich auch gerne mit Ronit treffen. Mein Name ist Matthias Lange. Ich bin Blogger bei redaktion42.com. Und hatte die Möglichkeit, mit Ronit ins Gespräch zu kommen und sie hat mir angeboten, diesen Beitrag für ihren Kanal zu machen. Herzlichen Dank, liebe Ronit. Als ich zum ersten Mal Stanley Kubricks epochalen Film 2001 Odyssee im Weltraum sah, faszinierten mich unter anderem die Affen. Sie sahen extrem echt aus und ich hielt Ausschau nach weiteren Filmen, in denen Affen vorkamen. Und ich meine jetzt nicht die Schimpansen Cheetah aus irgendwelchen Tarzan-Filmen meiner Jugend, seien sie es mit Johnny Weissmuller oder Lex Parker. Und so kam ich als Science-Fiction-Fan natürlich zur Planet der Affen-Reihe. Ich meine ausdrücklich die Filme aus den 60er und 70er Jahren. Mit den Neuverfilmungen der Neuzeit kann ich weniger etwas anfangen. Die neuen Filme sind per Motion Capturing und CGI sehr, sehr eindrucksvoll. Aber die Story ist mir zu platt. Nur Effekte alleine reichen für einen guten Film nicht. Die gesellschaftskritischen Aspekte, die bei der alten Verfilmung so viel Spaß machen, sind in den Neuverfilmungen nur noch ein Randthema. Und damit sind die optisch brillanten Neuverfilmungen eigentlich belanglos und nichts für mich. Und das, obwohl Tim Burton 2001 die Regie führte und Danny Elfman den Score komponierte. Also, ich bin bei den alten Klassikern geblieben und habe innerhalb der vergangenen Jahre mir immer wieder meine Affenfilme angeschaut. Planet der Affen aus dem Jahre 1968 ist sicherlich der wichtigste Film der Reihe, der Auftakt. Der Film hat das legendäre Ende, Zitat, "Mein Gott, was haben Sie getan?" Unser Held, Charlton Heston, der spätere Präsident der Waffenbesitzervereinigung National Rifle Association, reitet auf dem Pferd mit seiner Liebsten am Strand entlang, in den Sonnenuntergang. Ein schönes Ende. Und er erkennt, dass er sich auf der Erde befindet, weil er stößt auf eine versunkene Freiheitsstatue. Dann dieses Zitat, "Mein Gott, was haben Sie getan?" Ein Schock für ihn und für uns als Zuschauer. Die Erde wurde durch einen Atomkrieg verwüstet, die Menschheit vernichtet und der Planet der Affen ist unser blauer Planet. Die literarische Vorlage von Pierre Boulle aus dem Jahre 1963, hier habe ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft und begeistert gelesen. Dort, im Buch, spielt die Handlung anders als im Film auf einem fremden Planeten. Ich muss zugeben, die Idee des Films gefällt mir deutlich besser. Der Film selbst kam im Jahr 1968 in die Kinos und wurde von der rebellischen US-Jugend begeistert aufgenommen. Diese Jugend kritisierten die vorherrschenden US-Gesellschaftsnormen und sah im Planet der Affen ihre Bestätigung. Während Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum aus dem gleichen Jahr eher die Intellektuellen und Mystiker ansprach, wirkte Planet der Affen auf die Zuschauermassen. Deutlich erkennbar ist die Kritik am Kolonialwesen und an den Tierversuchen. An Menschen können als niedrige Lebensform natürlich Experimente und Versuche durch Affenwissenschaftler durchgeführt werden. Kennen wir das nicht heute aus der anderen Zeit? Das Kastenwesen im Film Der Planet der Affen ist klar erkennbar. Eine Durchlässigkeit
Zwischen den gesellschaftlichen Schichten, Krieger, Aristokraten und Wissenschaftler, ist eigentlich unmöglich. Und dennoch erklären die herrschenden Orang-Utans immer wieder, dass alle Affen gleich seien. Charlton Heston meinte dazu im Film lakonisch, dass manche Affen aber gleicher seien als andere. Der Bildungsbürger in mir erkennt hier natürlich eine wunderbare Parabel auf George Orwells Literatur Farm der Tiere, Animal Farm. Some apes, it seems, are more equal than others. Die Regierungsform auf dem Planet der Affen ist eine sogenannte Theokratie, also eine religiös basierte Herrschaftsform mit unumstößlichen Dogmen. Das kennen wir doch. Die Hexenprozesse und die Allmacht der Kirche in der Vergangenheit bei uns wird in diesem Film ebenso thematisiert und stieß bei der kritischen US-Jugend der 60er Jahre auf offene Ohren. Der Film hat auch einen Beitrag geleistet für Filmzitate. Es gibt ganz, ganz viele Filmzitate aus dem Film, die mittlerweile berühmt sind. Mir ist in meinem Wortschatz ein Zitat in Erinnerung geblieben, ein Zitat vom Hauptdarsteller Charlton Heston. Der sagte im Film, in der US-Fassung, "Take your stinking paws off me, you damn dirty ape." In der etwas holprigen deutschen Übersetzung heißt es etwa, "Könnt ihr nicht eure dreckigen Pfoten von meinem Körper nehmen, ihr blöden Affen?" Also da hapert es schon ein bisschen. Planet der Affen hatte einige Fortsetzungen, die mir zum Teil großen Spaß gemacht haben, zum Teil aber auch nicht. 1970 kam die Rückkehr zum Planet der Affen. 1971 folgte schon die Flucht vom Planet der Affen. 1972 die Eroberung vom Planet der Affen und 1973 die Schlacht um den Planet der Affen, meines Erachtens die schlechteste Fortsetzung von allen. Ich habe mir die Reihe komplett einmal hier beispielsweise auf Laserdisc, das ist hier die japanische Version als Box, zugelegt, wunderbar mit japanischem Booklet. Ich habe mir die DVD-Fassung zugelegt, da ist ein vierseitiges Booklet dabei. Richtig toll ist es aber auch nicht. Und dann habe ich mir, das fand ich eigentlich sehr schön, die Blu-ray-Fassung zugelegt. Und in dieser Blu-ray-Fassung, ihr seht es hier von oben, hier sind die Filme. Und hier ist ein richtig, richtig, richtig fettes Booklet mit vielen, vielen Infos. Tolle Sache zum Lesen. Also, ja, sehr schön. Ja, es gab auch Comics und eine TV-Serie. Diese habe ich zwar geschaut, aber ich habe noch keinen Datenträger gefunden, wo die Sachen sind. Die Comics selber sind irgendwann mal auf den Flohmarkt gewandert und ich habe sie verkauft. Ich muss sie mir jetzt noch nachkaufen. Der Verlag CrossCult hat die Comics sehr, sehr schön restauriert und in vier aufwendigen Sammelbänden auf den Markt gebracht. Ein Band kostet 50 Euro. Und zum Schluss jetzt noch die Musik. Die Musik zu Planet der Affen und folgenden Filmen. Eine Besonderheit war auch der Score zum Film und eben zu den Nachfolgefilmen. Ich habe hier mal den Score mitgebracht, die Box. Jerry Goldsmith erhielt für den Score von 1968 den Oscar. Hier ist ein schönes Booklet auch noch dazu. Die Musik war sehr experimental, sehr atonal. Er hat den Oscar bekommen. Die Komponisten der nachfolgenden Filme waren auch wieder Jerry Goldsmith, waren Leonard Rosman und Tom Scott. Wobei Tom Scott hier, der nicht so toll war, aber die Sachen von Leonard Rosman und von Jerry Goldsmith vor allem wirklich, wirklich genial. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten mit den Affenfilmen. Gebt
Ja, Ronit, ein Like und folgt mir auf meinen Kanal Redaktion 42 und ich wünsche euch eine gute Zeit und bitte, bitte bleibt gesund.